Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verdichten sich die Hinweise auf eine Brandlegung. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, Polizei und auch ich, dass es sich hier eventuell um eine fahrlässig eingebrachte Zündquelle handelt, zum Beispiel achtlos weggeworfene Zigarette. Aber aufgrund von Hinweisen von Auskunftspersonen gehen wir jetzt schon davon aus, dass hier bewusst ein Brand gelegt worden ist. Sie haben vorher auch noch gesagt, es hätte durchaus schlimmer ausgehen können, vor allem wenn die Fenster dicht gewesen worden wären. Warum? Es hat einige Tage vorher einen Vandalenakt gegeben, wo die Fenster eingeschlagen worden sind. Und durch diese Öffnungen ist der Rauch hinausgedrungen und ist von der angrenzenden Berufsfeuerwehr, von den Mitarbeitern sofort gesehen worden. Und die haben sofort mit der Brandbekämpfung begonnen.